Am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr befuhr ein 58-Jähriger aus Mecklenburg-Vorpommern mit seinem LKW samt Anhänger die A1 in Fahrtrichtung Osnabrück. Zwischen dem Autobahndreieck Stur und der Anschlussstelle Großibna kam er dann mit seinem Viehtransporter nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach eine dortige Betongleitschutzwand. Auf dem Fahrzeuggespann befanden sich zum Unfallzeitpunkt etwa 120 Schweine, die allesamt unversehrt blieben, genauso wie der 58-jährige Fahrer. Die rund 70 Schweine, die sich auf dem LKW befunden haben, mussten im Anschluss auf einen Ersatz-LKW umgeladen werden. Der LKW war nicht weiter fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und die Instandsetzung der Gleitschutzwand musste die Richtungsfahrbahn voll gesperrt werden. Die Sperrung dauerte bis in die frühen Morgenstunden, etwa 8 Uhr an, sodass es während des einsetzenden Berufsverkehrs zu einem Rückstau von etwa 3 Kilometern kam. Für die Umladung der Schweine und die Bergungsmaßnahmen brauchte man natürlich vor Ort ein wenig Platz. Dazu kam, dass sich der Unfallort in einem Baustellenbereich befunden hat, sodass die Vollsperrung durchaus notwendig war.